Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Sind die noch? Stehen die noch? Ne? Dann sieht man das lecker gut. Ruhig mit. Sie reden miteinander, übernehmen die Verletzten. Die sind. Der Angriffsgruppe ist gerade mega dankbar, dass das abgenommen wurde, weil wer das mal in echt gemacht hat, eine Person von 80 Kilo da rauszuziehen, dann wissen gerade, wie dankbar die sind, dass sie das gemacht haben. Weil die kommen gerade aus der Hitze. Wir wollten ein bisschen ackern hier, ne? Das ist all inklusiv, ne? Holger, ja. du machst ja heute ein bisschen die Ausbildung mit. Mit, ja. Macht Spaß, oder? Ja, mega. Mega. Aber es ist ja nur zum Warmlaufen gerade. Es geht ja generell noch richtig. Ah, oh, okay. Gib noch mehr. Ja. Ja, sag mal, hier, was hier draußen, kannst du sagen, dieses Schlauch führen? Ich finde, es wird auch beigebracht hier, dass das wichtig ist. Ja, das ist halt dieses Teamarbeit auch. Ne? Ist ja nicht nur ein Trupp. Der Angriffstrupp ist ja nicht alleine. Da sind ja die anderen Trupps da. Die Gruppenführer, die so rumstehen und, ne, und hier vorne an der Tür arbeiten, miteinander arbeiten und truppweise auch arbeiten und auch truppweise unterstützen, wie wir es eben gesehen haben. Ich sag, wenn hier die Rauchgrenze ist, könnte theoretisch sogar der Schlauchtrupp hier eigentlich mithelfen, auch ohne PA, so wie wir jetzt hier ausstehen. Also ich als Gruppenführer jetzt hier stehen würde, würde ich das machen. Ne? Okay. Wenn jetzt halt die Einsatzlage das nicht hergibt, dass der zweite Trupp noch gar nicht da ist, wir aber rein müssen. Ne, dieser Person drin oder irgendwas, dann macht das der Gruppenführer. Bleibt am Rauchverschluss stehen und macht halt das Gleiche, was das Schlauchgruppen gerade macht, als Gruppenführer. Ne? Muss halt so. Also alle arbeiten im Team zusammen. Das heißt, der Angriffsgrupp hat eigentlich die anstrengendste Arbeit. Also wenn so ein Gerät mal auf hat, weiß schon, was das schon für eine Anstrengung ist. Und dann noch Hitze und dann womöglich noch eine Person. Also sie sind dankbar um jede Hilfe, also jeden Schlauch. Ja, hast du ja gerade auch gesehen, ne? Wenn die dann mit anpacken, die letzten Meter, werden mal kurz aufs Go, ne? Ja, so. Ja? Ah, super. So, wir machen weiter. So was zeigen sie und das halt so. Schön. 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Okay. So, Temperatur drin, Rauch drin. Ne? Ich schicke euch jetzt rein, Angriffstrupp mit C-Rohr zur Brandbekämpfung ins Gebäude vor. Vor. Unten bleiben werden. Ja, geht los, ja. Gruppenführer? Ja. Gruppenmann vorne an der Ecke. Du dahinter, Schlauch nachführen. Und immer auch irgendwelche Vorkommnisse, wenn die sich nicht mehr bewegen, wenn die rufen. Ja, du merkst am Schlauch, ob sie vorgehen, zurückgehen, ob er gearbeitet wird. Wenn sie es benutzen, merkst du das. Ne, wenn es rauscht. Und immer schön gucken, dass du die so viel unterstützt wie möglich. Sobald du nichts mehr hörst, nichts mehr fühlst, nichts mehr merkst, sofort Gruppenführer melden, der wird euch dann nachschicken. Saskia, André, hi. So, Michael, du bist ja auch wieder Ausbilder, ne? Ja. Okay, wir haben uns gerade mal ein bisschen so unterhalten, das ist, denke ich mal, ganz interessant. Feuer ist ein Element, wo man sagt, für jede Feuerwehrmann oder jede Feuerwehrfrau natürlich sehr interessant ist an dieser Stelle, ne? Aber man muss eins sagen, vom Feuer sollten wir keine Angst haben, aber Respekt. Respekt beibehalten vom Feuer? Letztendlich geht es dabei, ne, dass hier die Kameraden, Kameradinnen sind dabei, die eigene Schutzbekleidung zu testen und damit auch sich auch vertrauen können, was ich anhabe, dass ich wirklich auch reingehe und wieder heile auch rauskomme. Letztendlich, das ist auch immer das A und O für uns, also Sicherheit an erster Stelle, logischerweise, weil wenn ich eine Gruppe dahin führe, das ist schon gut. Aber ich möchte die wieder alle nach Hause. Ja, klar. Das, ja, gut, du hast recht. Ja, stimmt. Muss man und auch. Zweitens, das Feuer, solange, dass ich sage, okay, ich habe das unter Kontrolle, dass ich sage, okay, wann muss ich wie auch reagieren? Und auch Gefahren zu erkennen. Und das ist, was wir hier letztendlich jedes Mal üben. Aber du hast immer einen Punkt gesagt, da wollte ich mal kurz drauf eingehen, die eigene Schutzkleidung kennenlernen. Ja. Meinst du jetzt die Jacke und die Hose oder worauf willst du jetzt hinaus? Eigentlich die Schwachstellen überhaupt. Es gibt gewisse Grauzonen, so wie zum Beispiel Handschuhe.
sowie Schuhe, sowie auch Nackenbereich, wo dann die Kameraden merken, aha, wo sind die Schwachstellen letztendlich. Aber wenn ich die kenne und ich weiß, dann bin ich vorbereitet und somit, was heißt das, wenn ich gut vorbereitet bin, habe ich weniger Ängste. Und weniger Ängste heißt für den Mensch, für alle, wie beim normalen Berufsleben, da kann mir eigentlich nichts passieren und dann erledige ich auch meine Aufgabe. Gewisse Sicherheit, ne? Richtig. Also genau, ich sag mal sowas wie eine Flammschutzhaube. Ja. Gehe ich Briefe und Siege, dass sie in einer Bankroutine-Ausbildung danach immer richtig sitzt. Richtig. Ne? Weil das sind so die Sachen, so wie die Bebänderung auf der Maske, Bebänderung, so wie die Handschuhe, so wie meine Schuhe. Das alles sind so Punkte, wo jeder sagt, okay, ich habe das jetzt getestet und ich weiß, worum es geht. Aber ich fühle mich sicher. Darum geht es, was wir den Leuten hier verkaufen möchten. Und auch dieses, wenn man sich gegenseitig anschließt, dann ist es auch nicht nur dieses Anschließen nur, sondern auch vielleicht mal gucken, sitzt die Flammschutzhaube richtig? Ne? Ja. Das sind alle Sachen, die ihr bitte mitnehmen müsst. Sehr oft ist es auch so, so wie jetzt Saskia können das auch bestätigen, als Feuerwehrfrau wiederum, weil wir betrachten immer unsere Sicht von der männlichen Seite, auch wie die Klamotten auch für eine Feuerwehrfrau in Ordnung ist oder auch nicht. Ich finde, die sieht richtig gut. Ja, das ist auch gut so, weil sonst würde das Ganze auch nicht funktionieren. Ja. Ja, man sieht das auch bei den Feuerwehren, mehr Frauen sind immer dabei und das ist auch gut so. Selbstverständlich. Und wir befürworten das auch, ne, und sagen, okay, alles klar, warum denn nicht? Und das ist nicht nur, wie man sagt, weil manche Berufsfelder wie früher, ne, nur Männer dürfen das machen. Ja. Gut, Baggerfahrer. Ja, genau. Nee, nur Männer. Oder auch Müllmänner oder wie auch immer. Ja, so ist es auch. Genau, und ich weiß von manchen, also ich habe selber unsere Mannschaft mal zu einer Heißausbildung geschickt. Ja. Das ist leider nicht überall so, dass es so wie bei euch hier vor der Tür ist. Das ist immer sehr kostenintensiv, aber ich habe da einige bei gehabt, die haben echt Respekt gehabt. Die waren kurz davor, den AGT-Job aufzunehmen. Da haben wir nicht geredet, dass es so heiß ist. Ne? Ja. Also das ist schon, was du sehr erfolgreich sagst, mit Respekt vom Feuer auch. Richtig. Ne? Nicht so gut. Respekt. 850 Grad. Aber die sind alle noch so da, aber es war gut, das ist wichtig. Ja. Ja, klar. Du bist hier aus Embilde, das war wer? Genau. Der coole wär's hier. Ja, mein Papa ist auch Ausbilder und ich mache die medizinische Ausbildung hier. Ja. Ich achte halt drauf, dass nichts passiert oder wenn irgendwo eine Hand fehlt, dass ich da. Eine Hand fehlt? Ja, also ich meinte, wenn jetzt irgendwo noch jemand fehlt zum Vorbereiten, ja, dann helfe ich halt mit. Super, ja, das ist ja auch wichtig, ne? Gehört ja auch alles dazu. Oh. Ja, kann er. Ach, scheiße, ich hätte mir da jetzt. So. Also ich fand es doch gar nicht so anstrengend. Wie fandet ihr es? Ging warm. Also, die Beine sehen aus wie das blühende Leben. Ich fasse jetzt nicht an. Pass mal, hier, das ganze Hemd ist komplett durch von oben. Also ich mag das. Aber meinst du, ein bisschen lüften, dann geht das wieder, ne? Wie ist euer Fazit so? Hat es Spaß gemacht? Hammer geil. Hammer warm, geil? Aber Hammer gut. Ihr seid mega interessant und lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr mal eine Chance habt, das zu machen, macht das auf jeden Fall. Ganz wichtig. Also für als AGT ist es wichtig, seine Grenzen auch zu kennen. Wie die Einsatzkleidung ist es ganz wichtig, die auch mal unter Temperatur mal kennenzulernen. Man wird danach ganz sensibel mit Bebänderung der Maske, mit der Flammschutzhaube, wie die sitzt. Habt ihr irgendwo eine heiße Stelle gehabt? Irgendwo was verbrannt, ne? Ich habe mir gemerkt, wenn man hier im Wasser war, dann wurde das hier immer ein bisschen schneller. Also, Wasser in der Einsatzkleidung ist immer ein bisschen die leichte Gefahr. Nicht jede Einsatzkleidung kann das ab. Es hängt ja auch mit diesen ganzen Schichten zusammen damit. Ich will es keine Membranen nennen, aber muss man halt gucken, was für Einsatzkleidung das ab kann. Bei dir ist es heiß geworden am Knie oder wärmer. Wie gesagt, das ist halt eine Herausforderung. Also auch dran denken, wenn AGTs im Gebäude sind, bitte kein Wasser reindonnern, weil dann passiert genau das, was er im Kleinstil nur hatte. Bisschen feucht am Knie und hat er gemerkt, wenn die Einsatzkleidung nass ist und er geht rein, ist im Feuer und ihr löscht von draußen ins Fenster fröhlich rein, dann werdet ihr drin Dampfgaden, ne? Und dann ist auch nicht mehr viel zu retten. Aber vielleicht auch dran denken, wenn es draußen halt regnet viel, ne? Dass du da nicht im Regen rumlaufen. Genau. Also, aber wie gesagt, das war interessant. Ja. Der Tipp an alle, die Möglichkeit haben, macht es, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Und das Ding war sehr interessant. Okay, so. Gut gemacht, Jungs. Ihr habt auch ordentlich gekämpft. Super. Wasser in Einsatzkleidung ist auch ein guter Hinweis, weil das ist natürlich wie Dampfgarn. Ne? Wenn man das Wasser in Einsatzkleidung hat, kann es. Maiko, andere Richtung. Was? Andere Richtung. Alle müssen. Okay. Warte mal ganz kurz, bis sie soweit sind. Jetzt fahrt ruhig durch. Jetzt ist es zu spät. Schön. Macht nichts. Das wird ein Outtake. Ja. Mann. So.
kein guter Film wird, ne? Dann weiß ich auch. Wow, Robin, du hättest auch ranzoomen können mit der Kamera. Hätte ich so. Okay, Leute, pack weg, ich hab keinen Bock mehr. Jetzt sagt er, Scheiße, ich hab die ganze Zeit gar nicht.